Ja, bei uns laufen immer noch die Videos Dr. Markus Krall bei KenFM und Christian Felber bei Thilo Jung, Jung und Naiv immer noch rauf und runter, weil sie immerhin aufschlussreich sind, weil sie so verraten, welch Geisteskind diese Leute sind. Und bei Dr. Markus Krall fällt mir ja im Moment fast gar nichts mehr ein, weil da ist nochmal so richtig deutlich geworden. Ja, man müsste sagen, ja, genau, Dr. Markus Krall, ja, genau, der Mensch braucht von Natur aus Alkohol, Rauchwaren, Antidepressiva und so weiter. Und ja, also der Nat Mensch braucht von Natur aus, der ist von Natur aus so, ja, also jeder Löwe, jeder Affe, jeder Bonobo, ja, auch wenn er gerade glückselig 12-mal am Tag, der Bonobo 12-mal am Tag Sex in seiner Gruppe gehabt hat und richtig entspannt und befriedigt ist. Ja, aber wenn er, wenn dann, aber in Wirklichkeit braucht er der Bonobo Alkohol, Zigaretten und Antidepressiva. Und das, der ist natürlich, der Bonobo ist natürlich, wenn er gerade 12-mal am Tag Sex gehabt hat, ist er natürlich total unglücklich und total unglücklich. Und wenn, also ihm fehlt einfach im Leben zu einem richtig gesunden und glücklichen Leben, fehlt einfach Alkohol, Rauchwaren und Süßigkeiten. Denn das ist jetzt, was Dr. Markus Krall ja wieder mal behauptet hat, dass die freie soziale Marktwirtschaft, die er so verherrlicht, sozusagen, dass die nur das liefere, was die Menschen wirklich brauchen würden und wirklich wollten. Ja, also der Bonobo, der gerade 12-mal am Tag Sex hatte, der vermisst in Wirklichkeit händeringend den Alkohol, die Rauchwaren und die Antidepressiva und so weiter. Nein, die Wahrheit ist genau das Gegenteil von Dr. Markus Krall. Ja, die naturwissenschaftliche Wahrheit hier der zweiten Scientists for Future 2, ja? World Council of Wise People, zweite Scientists for Future 2. Also genau das Gegenteil. Also der sozusagen, hier ist der eine Händler A, der sagt, ach, dass ihr in den Kommunen so toll schmust miteinander, wie die Bonobos das ja auch tun und so weiter. Ist ja fantastisch, weiter so. Das ist eine Freude, euch zuzusehen, wie glückselig ihr seid und so weiter. Wunderschön und so weiter. Und der wird nicht viel Produkte verkaufen als Händler. Die Leute werden nicht kaufsüchtig und nicht konsumsüchtig. Aber dieser Händler hier sagt, ach, ist das ekelhaft, euer ständiges Geschmuse und Geschlecke, widerlich, ekelhaft, unkeusch und ach, unmoral. Also lasst doch diesen Scheiß und so weiter. Und solche Geschichten erzählt er eher, also die so eine Moral von der Geschichte haben, ja. Und dann den Menschen als das beeinflussbarste Lebewesen der Erde, das suggestibelste Lebewesen der Erde, das vertrauensseligste Lebewesen der Erde aufgrund seiner besonderen Evolutionsgeschichte. Sie reduzieren nach und nach ihr Liebesverhalten sozusagen und kaufen dann tendenziell immer mehr von den Vorläufern von Alkohol, Rauchwaren und Antidepressiva, ja? Und werden dadurch also konsumsüchtig, kaufsüchtig, werden überhaupt suchtkrank, ja? Weil eben dieser Händler, weil die freie soziale Marktwirtschaft, der Kapitalismus eben nicht nur das liefert, was die Menschen von Natur aus brauchen, sondern er zerstört aktiv das Leben der Bevölkerung, damit sie süchtig werden müssen nach Alkohol, Rauchwaren und Antidepressiva. Ja? Die Volkskrankheit Depression ist ja quasi aktiv erzeugt worden durch die freie soziale Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall. Und ich habe noch nicht zu Ende erklärt, was passiert denn, wenn so dieser Händler sowas sagt hier? Dass also dieses ganze Schmusen ja ekelerregend und widerlich sei und so weiter. Ja, die Leute schmusen weniger.
infolge seines Einflusses auf die Gesellschaft und kaufen ihm mehr Güter ab. Und er kann eben, anstatt nur hier armselig immer nur ein Kind ernähren zu können, kann er gleich zwei Kinder ernähren und dann die nächste Generation kann hier schon wieder drei Kinder ernähren. Und so entsteht eine ganze Großfamilie aus Handelstreiben, die alle auf dem Irrtum beruhen, dass sie also einen unheimlichen Hass auf Körperkontakt und Schmusen und Liebe haben, ja, sozusagen. Ja, und das ist die Mechanik der freien sozialen Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall, des fürchterlichen Raubtierkapitalismus. Also, aber man kann es nur noch mit Humor nehmen, ne? Also gut. Sarah Wagenknecht jetzt auf der anderen Seite ist jetzt wiederum die ganz andere Seite, ja. Sie sagt jetzt wiederum, zu Recht, es braucht Alternativen zum Kapitalismus in einem Video, das von ihr, ein älteres Video, das von ihr veröffentlicht wurde. Da hat sie natürlich vollkommen recht, das stimmt natürlich, ja. Aber sozusagen auf der anderen Seite, ja, was meint sie damit, Alternativen zum Kapitalismus? Meint sie damit solch ein fundiertes, sanftes Ausstiegsprozess wie bei den sozusagen The zweiten Scientists for Future 2? Hier steht es jetzt sogar hier auf der Startseite der Homepage. World Council of Wise People, zweite Scientists for Future 2, Initiative Weltrat, würde eine zusätzliche Wohlfühlnotenwahlstimme bzw. Wohlfühlstimme die ganze Welt revolutionieren? Leider denkt Sarah Wagenknecht garantiert nicht an so etwas, denn das hat sie garantiert noch nicht begriffen, dass wenn wir eine menschenfreundliche Gesellschaft haben wollen, wenn unsere Milliardärskönige, wenn wir ihnen ein glücklicheres Leben anbieten können wollen, sozusagen, dann geht das nur über die Wohlfühlstimme, denn dann sozusagen wird der gesamte andere Teil der Industrie, wir haben ja gerade das Phänomen, dass möglicherweise gerade die Milliardärskönige der Pharma- und Medizinindustrie quasi gerade die Milliardärskönige des Restes der Wirtschaft schädigen, aufs Schwerste durch eine Corona-Hysterie und über Corona-Übertreibung und eine dadurch also volkswirtschaftlich den anderen Milliardärskönigen auch riesige Schäden zufügen. Ja? Und geschützt vor solchen Schäden sind wir erst dann, wenn das Wohlfühlen jedes einzelnen Menschen und die Gesundheit jedes einzelnen Menschen zum Gesamtwirtschaftsziel wird, sozusagen. Und dann dürfen auch unsere Milliardärskönige gesünder leben. Sarah Wagenknecht, also eigentlich müsste man Sarah Wagenknecht nur fragen, liebe Leute, liebe Sarah, jetzt sitzt vor Ihnen ein Milliardärskönig, also einer von über 2000 Milliardären weltweit, also ich weiß nicht, wie viel Milliardäre wir in Deutschland haben, aber der sitzt jetzt vor Ihnen. Was haben Ihre Reformbemühungen und Ihre politischen Ziele diesem Milliardär an zusätzlichem Glück, an zusätzlicher Gesundheit und an zusätzlicher Langlebigkeit zu bieten? Da müsste Sarah Wagenknecht sagen, ach nee, also leider gar nichts. Ich will ihm ja nur was wegnehmen. Ich will ja nur Geld von ihm haben und es dann anderen geben. Ja? Und dann sagt, dann braucht man sie eigentlich nur zu sagen, und liebe Sarah Wagenknecht, und warum so meinten Sie, dass diese hoch einflussreichen Milliardäre, die also mehr Einfluss haben als 30 Millionen Wähler in Deutschland auf die Gesellschaft haben, warum dann jeder einzelne von diesen Milliardären jetzt Ihnen gehorchen sollte und Ihnen sozusagen Ihrer Politik zustimmen sollte, wo Sie den Milliardärskönigen eigentlich nur was wegnehmen wollen? Ja, das sind einzig die zweiten Scientists for Future 2, die sagen, nein, wir müssen über die, wo ist es, über die, na, wo ist es denn jetzt? Über die Wohlfühlstimme müssen wir dem Milliardärskönig ganz viel mehr Lebensglück, ganz viel mehr geliebt sein, ganz viel mehr Gesundheit und ganz viel mehr Langlebigkeit, ein Maximum von bis zu 127 gesunden Lebensjahren wäre das,
was wir anbieten können dem Milliardärskönig, was wir versuchen können herzustellen, so gut wie möglich, ja, sozusagen. Das ist ein Angebot. Ja, aber was Sarah Wagenknecht, wenn sie ehrlich wäre, sagen müsste, ach, ich kann Ihnen gar nichts anbieten, ich will Ihnen nur was wegnehmen. Na, das ist, wenn ich mir vorstelle, ich gehe vor 500 Jahren zu irgendeinem König und sage hier, ja, wissen Sie, ich habe ganz tolle neue politische Ideen, ich will Ihnen was wegnehmen. Ja, und was wird wohl der König sagen? Der wird mich in Kerker werfen und wird mich foltern lassen und umbringen lassen, nur damit ich nicht seine Bevölkerung aufhetze mit solchen verrückten Ideen. Ja? Also das ist doch der Gang der Dinge. Ne? Und ja, also von daher. So, dann kommt jetzt noch Christian Felber, der Nächste. Also der zum Beispiel beschwert sich jetzt dann darüber, ja, wo bleibt der Verfassungsschutz? Die klassische VWL unserer Universitäten die muss doch beendet werden, denn die blendet das Gemeinwohl aus, völlig aus und verzieht die einzelnen jungen Leute zu einem rücksichtslosen Egoismus, sozusagen, weil die ganze moderne Volkswirtschaftslehre sozusagen den Mitmenschen nicht mehr kennt und so weiter. Und das ist doch verfassungsfeindliche Literatur. Da hat der Christian Felber ganz sicher recht. Das Dilemma ist, dass er auch nicht so viel besser ist, denn seine falsche Vision der Gemeinwohlökonomie ohne solche harten Daten wie die Wohlfühlnoten, Wahlstimme bzw. Wohlfühlstimme und die harten Gesundheitsdaten der Bevölkerung, die zur Berechnungsgrundlage für die Verdienstzuschläge für jeden beruflich tätigen Menschen sozusagen einbezogen werden. Ohne solche harten Daten bleibt seine Version so schwammig und auch er, wenn man ihn fragen würde, was wollen Sie denn, was können Sie denn bitteschön dem, so wie Sarah Wagenknecht, was können Sie denn dem Milliardärskönig anbieten, na, hier in Deutschland? Dann würde Herr Felber sagen, ach ja, tut mir leid, wenn ich ganz ehrlich will ich Ihnen eigentlich auch nur was wegnehmen. Ja? Und wieso sollte denn das akzeptiert werden? Außerdem würde die gesamte deutsche oder europäische Volkswirtschaft an den vielen romantischen Träumereien, also Felber kommt ja mit seiner Ideologie, seiner Gemeinwohlökonomie-Version oder Ideologie, kommt er ja allen den Träumern, die irgendwie unrealistische, romantische Träumereien haben von einer Zukunftsgesellschaft, denen kommt er ja total entgegen. Und die Summe aller dieser Träumereien würde bedeuten, dass die gesamte deutsche oder europäische Volkswirtschaft schwerst beschädigt würde und also uns vielleicht sogar noch schneller ruinieren würden als Dr. Markus Kralls Ideologie von der Weiterführung der freien sozialen Marktwirtschaft. Ja. So, dann schauen wir mal weiter. Das war's für heute. Ja, also, alles klar, gell? Einfach immer nur zweite Scientists for Future 2 studieren, the World Council of Wise People. Nur da liegt die naturwissenschaftliche Wahrheit und das aufblühende, reiche Europa und Deutschland. Tschüssi.